Moin moin, was geht und herzlich willkommen zurück zu Let's Play House Flipper. Ich bin's, euer Maxeus und ja, in der letzten Aufnahmesession, da hatten wir uns einen Palast gekauft gehabt. So, zeige ich einmal kurz den hier, historisches Haus. Aber ich würde sagen, wir machen heute mal was Neues, Kleines. Sehen wir uns mal an, was es hier so alles gibt. Beziehungsweise, was war das hier? Ach so, hier die ganzen Quests und Häuser. Dass wir hier mal auch ein bisschen weitermachen. Wir machen das hier mal. Weihnachtsputz. Hey, Weihnachten steht vor der Tür und ich habe ein Problem. Meine Eltern haben eine Delegation besucht und mir vor ungefähr einem Monat ein leeres Haus hinterlassen. Aber sie kommen bald zu Weihnachten zurück. Es gibt immer noch Spuren der letzten Party zu Hause und einige frühere auch. Weißt du, meine Mutter hat eine idealistische Vision von Weihnachten, in der das ganze Haus und alle Fenster leuchten und überall Weihnachtsschmuck hängt. Ich kann nicht alles selbst vorbereiten. Hilfe, Annibelle. Ich würde sagen, die ganzen Quests machen wir jetzt erstmal. So diese kleinen Aufträge. Sammeln noch mal ein bisschen Geld und dann können wir schauen, so ob wir vielleicht nicht noch ein bisschen was. Das sieht ja richtig schön aus. So mit Schnee und allem. Ich auch Bock, wieder Weihnachten zu haben. Wenn es wie auch mal vernünftig schneien wird, wenn das Schnee auch so aussieht. Klar, für Radfahrer und Autofahrer ist das ein beschissen so. Hat man keinen wirklich guten Grip an Reifen, rutscht man ständig aus. Als Fußgänger ebenso. Hier haben wir gar kein Licht. Aber wir wischen den ganzen Rotz hier schon mal weg. So. Auch an sich ist das irgendwie ein schönes Haus. So vom Wohnzimmer her bisher. Den ganzen Müll nicht mehr. So, das machen wir weg. Das ist alles weg. Da liegt noch was. Da eine Dose. Oh. Das sieht ja schön aus. Ein Kamin. Hier, das wischen wir auch noch sauber. So, hier haben wir noch jede Menge Müll. Und das da weg und das weg. Dann dürfen wir hier. Die müssen noch. Ja, da noch eine Weinflasche. Dann dürfte ich jetzt nichts mehr rumliegen. So. Dann. Das alles auch noch mal weg. Und hier. So. Dann noch hier Fenster reinigen. War ein kleines Fenster und dann noch mal das zweite. So, dann würde ich sagen, nächstes Zimmerchen hier machen wir auch einmal sauber. Bett machen, Kartons weg, ganzen Müll auch, ein Ball. Fenster auch. So kann ich das nicht reinnehmen. Okay. Wäre cool gewesen. Und ja. Ja. Dann haben wir hier noch einen Raum. Hier nur Fensterreinigung verschmutzt. Mehr ist hier nicht. So, dann sind wir mit dem hier schon mal fertig. Wir zumachen. Badezimmer.
Und Fenster. Und hier haben wir es auch durch. Gibt es hier noch einen Raum? Ah, hier muss ich einen breiten Vorhang einbauen. Okay. Komm, hier nehmen wir Rot. Da. Und dran. Okay, zumachen können wir das nicht. Bett machen. Passt dann. Optimal. Ich muss hier noch ein paar Dinger kaufen. So ein Adventskranz. Gold. Das hier Gold. Andersrum. Das hier Gold. Das hier Rot. So nehmen wir das. So, dann hängen wir das hier drüber. Weihnachtsglöckchen. Nehmen wir. Die nehmen wir so. Eins. Und zwei. Dann hier hängen die Lichter. Gelb, rosa, blau. Verschneit. Ja, komm, wir nehmen das so. Dann in gelb. Auch mal. Den lassen wir ein bisschen so weiter runterhängen. Dann einen in rot. Auch ein bisschen so weiter runterhängen. So. Hier. Und den letzten nehmen wir in dunkelblau. Sieht doch schön aus. Dann noch hängende Lichter. Hier nehmen wir blau und ein rosa. Muss ja nicht sowas, muss nicht identisch sein. Hier nehmen wir was Kleines. Das lassen wir in Rot. Blumentopf nehmen wir in Grün. Und dann hier auf der Fensterbank. So. Dann das Zimmer noch. Hängende Lichter Schneeflocke. Dann nehmen wir einen in Gelb. Den packen wir hier in die Mitte. So ein bisschen mittig, dann in blau, den packen wir mal ein bisschen da. So. Ja. Und den letzten in rot packen wir ein bisschen weiter dann hier. Sieht doch auch schön aus. Dann sind wir hier auch schon fertig. So. Sonst fehlt hier gar nichts mehr. Außer hier eine Lampe. Warum auch immer die hier im Hausflur keine Lampe haben. Verstehe ich nicht. Naja, egal. Hier, das sieht auch nice aus. So mit Blau, dann würde ich sagen, das lassen wir mal in Blau. Hängen wir hier drüber. So. Und hier Weihnachtsglöckchen. Gold und Rot. Ja, lassen wir so. Das hängen wir mal hier drüber und den zweiten hängen wir hier drüber. Schenkpaket groß. Auch wenn ich da erstmal einen Weihnachtsbaum führe. Weihnachtsbaum C. Nehmen wir ganz groß. Weihnachtslämpchen. Rot, Weihnachtslämpchen, dann noch in Gelb und erste Weihnachtskugel, dann nehmen wir hier. Erste Weihnachtskugel nehmen wir dunkelgrün, weiß, da,
Da muss er sowas. Zweite Weihnachtskugeln Rose. Dritte Weihnachtskugeln Silber. Weihnachtsbaumkette haben wir einen Rot, einen Gold. Ah, da ist die. Und dann die Pflanze an sich. Grasgrün, grün, dunkelgrün, verschneit. Ah, ich bin da eher so dunkelgrün, Farbe Gold. Ah, oben der Stern, der muss Gold sein. Ein Blumentopf, das muss dunkelbraun sein. Ja, das kommt dann da vorne hin. Du kommst weg. Ne, oder warte, vielleicht da. Ja, haben wir alles noch so, wie es... Ja. Oder können wir den vielleicht noch ein M? S? Ja, muss jetzt so reichen. Ein Geschenk. Hier mittleres Geschenk. Ne, die Schleife wollen wir nicht. Dann nehmen wir den grün. So. Und den zweiten nehmen wir in blau. Dann haben wir... Geschenk haben wir nicht noch mehr. Wir nehmen hier, ja. Wir nehmen hier eine in Rot. Dann eine in Blau. Blau hier. Naja. Gelb nehmen wir für da vorne. Jo. Und da. Und dann einen müssen wir noch. Den nehmen wir wieder in Rot. Und hier hin. So. Ich sage, können wir einschalten? Nö. Müssen wir erstmal die Tür aufmachen, bevor wir das einschalten können. Nope. So und so. Dann hier auch und da auch. So, was haben wir hier? Mistelzweig. Was hängen wir hier drüber? Nussknacker, den stellen wir hier, am besten so, und eine Schneekugel stellen wir daneben, so, Adventskranz, den nehmen wir mal dieses Mal, diesmal nehmen wir den so. Und die Küche sieht noch sehr leer aus, was Deko angeht, machen wir hier. Sieht sehr schön aus. Dann Weihnachtsstern. Auch ein klein. Aber ja, nehmen wir rot und Blumentopf. Wieder in grün. Kommt hier einer hin. Und hier noch einer hin. Und hier wird sich auch einer schön machen. Dann haben wir es fertig hier. Ja, 1700 kriegen wir. Ein fairer Deal. Für so was Kleines.
Gefällt mir schon. Gefällt mir schon sehr. Können wir hier vielleicht auch mal gucken? Wieder. Ich hätte Bock wieder auf so eine Farm. Wo gab es hier? Den haben wir. Da oben. Der hier. Boah, der sieht nice aus. Direkt am Wasser. Hätten wir da. Komm. So, da. Eine Chance der Veränderung. Ein hyperaktiver Hund, eine Katze des Nachbarn und ein einfallsreiches Geschwisterpaar. Das sind die Zutaten eines Desasters. Besonders dann, wenn die Kinder ihre neue Erfindung im Elternschlafzimmer ausprobieren wollen. Alle Haustüren offen stehen und die Katze den Hund ärgert und ihr tägliches Rennen startet. Kurz gesagt, niemand ist verletzt, das Schlafzimmer wurde niedergebrannt und eine Renovierung ist unvermeidlich. Boah, das klingt so geil. Das müssen wir machen, komm. Klingt so geil. Oh, das Haus sieht aber auch richtig schön aus. Wirklich. Außer da oben das Fenster, das sieht niedergebrannt aus. Das ist definitiv wahrscheinlich das Elternschlafzimmer. Oben. How did it happen? The answer is Jiří, Cilka and their brilliant ideas. Add our dog chasing neighbors cat to that and the result is obvious. The boom was so loud, the firefighters were on their way before I even called them. You know what my husband said? Hanička, maybe it's an opportunity for a change? Okay, let's start with his storeroom then. Our kids live on top of one another because he has to hoard this garbage. They are growing up. They need privacy and their own space. Maybe this will calm them down a bit. A chance to change. Ja. Räume den Müll auf. Und hier die Verschmutzung. Ah, und hier muss ich darauf wechseln. Wo sind hier die Verschmutzungen? Die sehe ich gar nicht. Aber die sind da. Wo ich will mir das mal hier von außen ansehen. Sieht richtig hübsch aus. Interessant, wie die Garage hier platziert ist, dass man hier erstmal auf die Einfahrt und dann so da rein. Biegen muss. Aber schon sehr schön hier. Ein schönes Haus. So, ich denke mir aber, wir könnten vielleicht so nett sein und zuallererst das hier alles Schiff machen. Ah, dafür kriegen wir auch schon mal, glaube ich, ein bisschen Geld. Dafür, dass wir den Rasen hier auch noch machen. Die Steuerung ist aber immer noch nicht so genial, finde ich. So. Jetzt bleibe ich da wieder hängen. So. Und hier auch noch. Das Schiff haben wir auch gleich. Und das hier noch. Die große machen wir gleich zum Schluss. Da brauchen wir gleich noch den Trimmer. Die ganzen Ecken und Kanten.
Okay, auch da brauchen wir den Trimmer. So. Hier. Die Kante hier, die Ecke. Ich glaube, für den Rasen kriegen die hier kein Geld. Aber trotzdem für so eine Familie können wir das eben mal ganz schnell machen, ja? Ist auch kein Weltuntergang. Die haben wahrscheinlich eh genug zu tun, da den Kindern da hinterher zu kommen. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, was haben die Kinder gemacht, so dass das Elternschlafzimmer da auf einmal im Flammen stand? Was für Erfindungen haben die da gemacht? Das würde mich schon interessieren. So, da vorne haben wir noch ein Stück. Dann müssen wir auch den Trimmer wechseln. Ah, da drüber kann ich nicht. Okay. Hier müsste auch irgendwo noch ein bisschen was sein. Auch die Karte ein bisschen im Auge behalten. Da ist was. Ja, und hier. Und hier irgendwo ist noch was. Keine Ahnung wo, aber könnte es wieder weg zu sein immer. Und hier. Und hier. Hier gibt es auch noch ein bisschen was. So. Das hier noch eben ganz schnell. In der Hütte komme ich schlecht dran. Da nichts dran. Ja, okay. Kommen wir nicht dran. Hier gibt es nichts, obwohl da was markiert ist. Und hier. Was ist noch was? Das eigentlich? Das hier. So, dann gehen wir auch mal rein. Und unsere Treppe ist versaut. Die muss ich verkaufen, okay. Die beiden armen Türen. Ach nö. Alles niedergerannt hier. So, Fenster haben wir immerhin schon mal ersetzt. Das muss ich kaufen. Und das verkaufen, das verkaufen und die auch noch verkaufen.
Und dann den Rest noch sauber machen. So, hier muss ich das hier noch. Und hier Gegenstände verkaufen. Tür auf jeden Fall. Das hier ist Teddybär. Ein breiter Orodo-Teppich. Kaninchen. So, die muss ich verkaufen. Ja. Den. Das. Ich muss ja schon genug verkaufen. Okay. Andor Ranch. Wo ist hier den Andor da? Und die Verschmutzung auch noch wegmachen. So. Dann gehen wir mal. Das hier sauber machen. Und in das Zimmer hier. Hier muss ich alles verkaufen, okay. Dann weg damit, weg damit, weg damit. Wozu hat er eine Kettensäge hier? Immerhin ist das Ding weg. So, weg, weg, weg und weg. Leuchtstoffröhre? Ach da, weg. Weg. Und weg. So, und nächstes Zimmer. Was haben wir hier? Ein langes Bad. Ist auch nicht schlecht. Sieht auch sehr hübsch aus, finde ich. Müssen wir ja nichts machen. Ich will das hier haben. Ich will das hier haben als mein Zimmer, mein Büro. Kaffeemaschine eigenen hat er hier, nice. Ich will das Büro haben. So, dann schauen wir uns auch mal unten um. Dann war hier. Garderobe, hier muss nichts gemacht werden, dann können wir hier auch wieder gehen. Hier haben wir ein Gästebadezimmer. Nice. Unten muss im Wohnzimmer auch nichts gemacht werden. Hm. Ist auch sehr hübsch aus hier. Gefällt mir auf jeden Fall. Und die Küche. Auch nicht schlecht. Hier ist die Garage. Hier ist ein Werkzeug. Warum haben wir das Werkzeug nicht hier gelagert? Das müssen wir noch ersetzen eben. So. Ah. So macht man das. Und da vorne auch noch. Irgendwie müssen wir aber dahin kommen. Ja. So, da haben wir alles weg. Wir konnten. Ja, mit C konnten wir uns irgendwie bücken. C? Können wir durchs Fenster durch? Nee. Schade. Da gab es draußen doch hier
Irgendwo noch eine Verschmutzung. Vielleicht ist es irgendwo da oben und wir kommen da nur nicht so ran. Irgendwo da sein. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie da hochzukommen? So komme ich nicht da hoch. Gerüste, so eine Leiter. Würde glaube ich schon reichen. Komm. Geht da gar nichts. Egal, dann verkaufe ich das halt. Und sehe zu, dass ich mir hier den hier vielleicht hole. Kurz. Und so. Damit komme ich bestimmt da hoch. Nee, es ist nicht hier oben. Muss es hier unten irgendwo sein? Wo? Keine Ahnung, wo es ist.